Und damit herzlich willkommen zurück an der wunderschönen Ostseeküste auf meinem Kanal Hübi Gaming. Einen wunderschönen wünsche ich. Ja, wir sind immer noch in der Weizenernte. Nebenbei natürlich noch hier müssen wir. Wir müssen noch Kalk kennen. Kinder, wir müssen noch Kalk kennen. Ich weiß, macht man eigentlich nicht im Bestand, aber ja, habe ich wohl bei dem Feld dann doch vergessen. Na. So, Job erstellen. So, dann. Viel Spaß. Naja, außer dass sich nichts geändert hat. Oha. Ja, die haben. Hey, wieso sagt denn ja nichts? Die haben nichts mehr zu fressen. Was ist mit denen los? Wieso ist denn das? So, und den einen Ballen hauen wir dann noch mit rein. So, jetzt aber. Wasser müssen wir dann auch mal wieder besorgen, ne? Aber da habt ihr ja noch was. So, schauen wir mal. Naja, das lohnt sich noch nicht. Dann schauen wir noch mal bei den Hühnern vorbei. Beziehungsweise Enten. Die haben auch nichts mehr zu fressen. Sag mal, was ist denn mit denen los? Das ist ja gut, dass wir gerade hier am Ernten sind.
Oha. Dann fahren wir mal. Der hat aber. Der hat gut zu ziehen. Aber er schafft's. Also der 39. Schönes Gefährt. Schönes Gefährt. Schmeckt. Also der Kramer hätte es nicht gezogen. Nur mal so. Der wäre instant vorne über nach oben gegangen. Ich glaube, das ist jetzt ein Fehler. Nee, ich mach so. Ich liefere es erst ab und dann mache ich das. So, ja, da drüben sind wir auch schon fertig mit der Heupress-Aktion. Haben wir ja in der ersten Folge heute gemacht. Jetzt fahre ich den nur mal wieder runter ans Feld, ist ja gleich nebendran. Weil dann steht der unten. Ich meine, so viel ist es ja nicht mehr, was der zum Runterruppen hat. Können wir eigentlich mal neben hinfahren eigentlich, ne? Der blinkt ja eh schon wieder. So, mal Tempomat einstellen. Achso, ich habe eingestellt, dass er stehen bleibt beim Abtanken. Gut, dann kann er das. Wenn er fertig ist, kann er dann weiterfahren. So, dann. Ja. So. Dann kommt der hier. Erstmal ein schönes Thumbnail, ne? So, jetzt muss ich mir aber doch kurz was aufschreiben. Bevor ich das vergesse.
Gut. So. Gut, dann mal Abfahrt. So, einsammeln tun wir die, wenn ich fertig bin. Ja, wie gesagt, also soll nichts irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwas gegen irgendjemanden sein. Das war es in der letzten Folge, was ich eben gesagt habe. Gottes Willen, jeder darf das denken, was er möchte. Aber wenn er meint, er müsste sich ein Urteil bilden, beziehungsweise denken, denken, dass er weiß, wovon er redet, dann soll er sich bitte auch vernünftig dazu gehen, dahingehend informieren. Und dann kann er auch liebend gern den Mund aufmachen. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber das soll es auch, was das jetzt angeht, gewesen sein. Ich möchte da jetzt nicht ewig drauf rummachen. Will ich nicht, ist nicht meine Art und nachgekattet wird sowieso nichts. Es ist, wie es ist und fertig. Und damit ist das Thema jetzt auch durch für mich. Und wir widmen uns wieder den wichtigen Dingen. So, wie gesagt, hier drauf kommt eben dieses spezielle Gimmick, was ich da jetzt schon ewig in meinem Mod-Ordner habe. Aber hier drauf, dahingehend möchte ich mich auf jeden Fall noch informieren, weil das ist ein bisschen umfangreicher und da möchte ich eigentlich schon erstmal vernünftig drüber gucken, ob das auch wirklich was ist. Weil, wenn das wirklich so funktioniert, wie es vielleicht funktioniert, wie es vielleicht angedacht ist, dann könnten wir uns überlegen, ob wir uns nicht noch einen Schweinestall holen, zum Beispiel. Nur als Beispiel mal. Nein, nur, dass ihr da einfach mal einen Anhaltspunkt habt. Also dieses Teil auf jeden Fall noch kaufen und eine Wiese. Wir brauchen noch eine größere Wiese. Und ich hätte ganz gern eine, die nicht so verschachtelt ist und nicht so viele Ecken hat, sondern wo man annähernd, so wie die hier, schöne gerade zum Korridor, na, und fertig. Und das halt auch, sag ich jetzt mal, 2-3 Hektar reichen auf jeden Fall. Weil dann kann man einmal im ersten oder zweiten Schnitt, je nachdem, kann man einmal hergehen und sagen, hey, man macht Gras, presst es runter, steckt es in das Lager und im zweiten Schnitt macht man Heu. Na, also so habe ich mir das Ganze gedacht. Wenn ihr natürlich andere Vorschläge habt und vor allem auch Ideen, was das Ganze angeht, dann dürft ihr mir das gerne natürlich unten in die Kommentare schreiben. Ihr dürft natürlich auch meinen Kanal Hübi Gaming auch gerne abonnieren, um keinen Content mehr zu verpassen, was die Ostseeküste angeht und natürlich auch darüber hinaus in ARK etc. Übrigens an alle ARK-Spieler, weil ich gerade davon rede. Sorry, dass die Woche sehr wenig ARK-Content kam. Wird die Woche jetzt wieder geändert. Am Mittwoch kommt ARK.
offline müssen wir noch, hat mir der Christoph geschrieben, noch ein paar Terry-Klauen zusammen farmen. Was jetzt eigentlich nicht schwierig sein sollte, weil dann geht man nach Asgard und nach Jotunheim und läuft da ein bisschen rum und dann kriegt man die auch. Na. Und dann machen wir die Bosse. Ja, wir sind ja immer noch dabei, die Bosse zu machen. Die ersten drei Weltbosse haben wir ja schon gelegt. Ne, das mit dem Steinbjörn, das war ja so das Thema. Auf dem ersten Server, wo es uns dann den Server zerhauen hat durch die K-Plus-Mod. Die übrigens eigentlich echt schön ist, aber ich weiß nicht, warum sie nicht funktioniert hat. Ach, bedanken möchte ich mich natürlich auch bei jedem Einzelnen, der abonniert hat, der Teil dieser kleinen, aber doch langsam wachsenden, was nicht schlimm ist, Gottes Willen, langsam wachsenden Community zu sein. Danke, danke, danke an alle. Natürlich geht auch mein Dank an Mad Max raus. Danke, vor allem, dass du mir damals geraten hast, auch wenn es jetzt ein bisschen spät ist, dafür, dass du mir geraten hast, quasi das Headset zu nehmen, was ich hier habe. Ich habe mir letztens mal ein Video von mir angeguckt und Alter, ist das eine geile Tonqualität. Also leckfett. Und man muss nicht schreien, man muss gar nichts. Das hört sich nicht kratzig an. Also, wie hat Kevin gesagt? Er hätte nicht damit gerechnet, dass ich ein Headset habe, sondern eben ein richtiges Mikrofon, weil halt eben das so klar alles rüberkommt. Ja, da haben wir erstmal einen schönen Vorrat an Ballen. Auf dem Ballenwagen ist ja auch noch was drauf, wenn ihr euch dran erinnert. Wo wir manuell hier geladen haben. Aber das hier ist jetzt einfach... sag ich jetzt mal, ein bisschen zu viel, um das Ganze manuell zu machen. Ja, ne, so ist es. Ihr könnt mir natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich auf der Landkreis Rostock auch was machen soll. Ich meine, wir haben da ja was angefangen, aber wir können gerne nochmal neu starten. Ob wir da unten den kleinen Anfangshof uns nehmen sollen oder ob wir uns komplett auf Schafe spezialisieren sollen. Haut's mal raus, ob euch das interessiert. Wie gesagt, ihr könnt es euch ja angucken, ne? Auf YouTube, die Playlist. Da habe ich ja alles reingelegt. Und da könnt ihr euch das Ganze mal reinziehen. Es sind nicht viele Folgen, aber wie gesagt, guckt es euch an. Und dann könnt ihr mir schreiben, ey, klar, können wir machen. Oder nee. Bleib auf der Ostseeküste, ist vielleicht auch mal was anderes. Und ich fühle mich, ganz ehrlich, ich fühle mich auf der Karte wohl und ich fühle mich auf der Karte mittlerweile wohl. Ich war ja immer einer, der nie so auf große Karten gestanden hat. Aber die Ostseeküste und ja, ich finde es eigentlich krass. Die Ostseeküste hat mir gezeigt, dass auch große Felder zu beackern Spaß machen kann.
Weil ich fand halt, kleine Felder zu beackern, fand ich halt wesentlich effektiver, weil du halt wesentlich mehr in eine Folge packen kannst, als 3,5 Stunden Kartoffel legen, zum Beispiel. Oder Mais legen oder irgendwie sowas. Völlig egal. Von der Ernte reden wir jetzt mal gar nicht. Wenn die Aussaat 3,5 Stunden dauert, die Ernte wird utopisch sein. Na, also, wie gesagt, es ist no front an jeden, ne? Aber es hat mir einfach gezeigt, große Karten können tatsächlich Spaß machen. Okay. Das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Dass die Presse da hinten sich beschwert. So, und damit hätten wir die Heuernte fast abgeschlossen. Wir fahren wieder nach Hause. Warum der? Also das muss mir jetzt mal einer erklären. Warum der allerdings vom Reparaturstand her so weit unten jetzt ist, weil den habe ich, glaube ich, nicht als gebraucht gekauft. Den habe ich neu gekauft. Und warum geht der so schnell runter? Das ist ein 400er TMS. Witzig. So. Dann entleeren wir den mal. Also dafür, dass bei dem Feld eigentlich nichts passiert ist. Also wirklich nichts. Weder gekalkt noch gedüngt. Kommt da eigentlich gut was runter, ey. Also, puh. Wir sind jetzt dann, wenn das drin ist, sind wir bei über 40.000, über 40 Kubik Getreide. Schon ordentlich. Dafür, dass das Feld quasi null ist. Seht ihr? Da unten, ich habe noch einen Mod mit drauf genommen. Den gibt es, glaube ich, übrigens im Mod-Hub. Und zwar Füllstand des Zielobjekts. Ist ja jetzt eigentlich ziemlich geil gemacht.
Jetzt kannst du quasi abtanken und siehst sofort, wann der Anhänger voll ist. Du musst nicht mehr in den anderen rüber switchen. Ich glaube, da gibt es auch einen anderen Mod wie Manager, irgend so ein Gedöns, keine Ahnung. Ja, genau. Aber funktioniert, passt. Geht noch alles ein bisschen langsam. Also die Entladerei, die könnte bei dem echt ein bisschen schneller gehen, aber hey, wir sind hier an der Ostsee. Hier ist alles ein bisschen gemütlicher. Ist ja auch zum Entschleunigen da. So. Gut. Dann viel Spaß. Und wir fahren mal abtanken. Ja, ich bin am Überlegen, was machen wir? Was machen wir? Soll ich mir einen kleinen Hänger holen? Kleinen Kipper, so ein Einachser oder mir wegen auch ein Zwilling, Zwillingsbereifung oder Tandem, je nachdem. Oder soll ich mir einen Unimog holen? Ich meine, ich habe ja schon einen Unimog, aber der Unimog, der ist eigentlich dafür gedacht, dass er im bei den Schafen eingesetzt wird. Wie gesagt, wir können den auch umkonfigurieren. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja, vergesst das, was ich gesagt habe. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn wir den umkonfigurieren. So, und dann, weil das ist ja ein Multifruchtsilo, glaube ich. Das kann auch Kalk, Saatgut und Dünger lagern. Dann gehen wir nämlich her, nehmen den Hänger, machen den voll und kippen es hier rein. Weil dann verkaufe ich nämlich dieses Lager da hinten. Hätte nicht gedacht, dass es hinhaut. So. Na, hier das Ganze, was da rumsteht. Alter. Ja, komm, dann fahr halt. Hopp. Fahr jetzt zu. Mein, war ja meine Schuld. Ich hätte ja gucken können. Aber schon schön, ne? Also der Hof ist schon echt schön geworden, muss man echt sagen. Also freut mich jedes Mal. So.
So. So, brauchen wir dann eh wieder. Der ist ja schon wieder fast voll. So. Dann tanken wir den mal ab. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt und mit dabei wart. Schaut gern beim nächsten Mal wieder rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Kommt mir gut in die neue Woche. Macht es gut. Hübis raus. Ciao, ciao.